Mit dem 17. Türchen lese ich euch endlich mal wieder was aus meiner diesjährigen NaNoWriMo-Geschichte vor. Wer wissen möchte, was bisher geschehen ist, möge sich doch bitte das erste Türchen anhören. Okay, los geht's. Es freut mich, dass du dich bisher an deiner Schule wohlgefühlt hast, aber trotzdem denke ich, dass es Zeit ist, dass du auf eine wirklich gute Schule gehst. Welche denn? Platzt es aus mir heraus. Herrgott, konnte er nicht endlich aufhören, um den heißen Brei herumzureden? Ich möchte, dass du an die St. Anna School wechselst, auf die schon deine Mutter gegangen ist. Was? Mehr krieg dich nicht raus. Natürlich wusste ich, welche Schule er meinte. Ich hatte schließlich schon unzählige Male im Jahrbuch meiner Mutter geblättert, aber trotzdem war ich völlig baff. Es war eine gute Schule und das Schulgebäude wirkte fast wie ein Schloss, aber es gab da ein klitzekleines Problem. Die Schule war ein Internat und sie war in England. Ja, du hast richtig gehört. Ich habe dich bereits angemeldet und in wenigen Tagen sollte eine Schuluniform hier eintreffen. WTF? Entfuhr es mir. Und es war mir in diesem Moment auch ziemlich egal, ob das jetzt vulgär war oder nicht. Daddy runzelte aber noch nicht mal die Stirn, was bedeutete, dass er sehr wohl mit einer derartigen Reaktion meinerseits gerechnet hatte. Dad, das ist nicht dein Ernst. Ich will nicht auf ein Internat. Und ich will nicht nach England. Ich will hier bleiben. Ich kann verstehen, dass du verärgert bist, Cathy, sagte er und versuchte verständnisvoll zu gucken, was ihm aber nicht gelang. Aber ich bin mir sicher, dass du dich schnell in St. Anna einleben wirst. Es wird dir dort sicher gefallen. Oh nein, das wird es nicht, sagte ich und schlug mit der Hand auf den Tisch, worauf meine Tasse mit dem mittlerweile lauwarmen Kaffee diesmal tatsächlich umfiel. Ohne wirklich zu registrieren, was ich tat, stand ich auf, holte ein Trockentuch aus dem Schrank unter der Spüle und wischte damit über den Tisch. Catherine, ich werde in dieser Hinsicht nicht mit dir diskutieren. Es ist beschlossene Sache. Mein Vater hob schon wieder die Zeitung vors Gesicht, aber so leicht wollte ich ihn diesmal nicht davon kommen lassen. Dass er mich Catherine statt Cathy nannte, sprach dafür, dass es ihm wirklich ernst war, aber mir war es mindestens genauso ernst. »Du kannst mich nicht zwingen«, rief ich aus, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob er es nicht doch konnte. »Ich möchte dich auch gar nicht zwingen, Cathy. Ich will nur das Beste für dich. Außerdem«, er machte eine bedeutungsvolle Pause, »hat deine Mutter sich immer gewünscht, dass du auch einmal auf ihre Schule gehst.« »Ach, verdammt! Ich hasste es, wenn er das tat.« Er wusste genau, dass ich Mama über alles geliebt hatte und alles tun wollte, um ihr auch nach ihrem Tod einen Gefallen zu tun. Aber musste er das so schamlos ausnutzen? Geplättet setzte ich mich wieder auf den Stuhl, das von Kaffee getränkte Tuch noch in der Hand. Stimmt das? Ja, Cassie, es stimmt. Sie hat sogar extra ihre Schuluniform aufgehoben, damit ihre Tochter sie irgendwann einmal tragen kann. Da habe ich Fräulein Krämer beauftragt, sie bei einem Schneider für dich enger machen zu lassen, da deine Mutter zugegebenermaßen etwas, nun, kräftiger war als du. Wie ich bereits sagte, sollte die Uniform bald hier eintreffen. Na großartig, murmelte ich. Ich wollte nicht nach England und ich wollte schon gar nicht mein jetziges Leben aufgeben. Aber ich wollte meiner Mutter auch keinen Wunsch abschlagen. Klar, sie war schon vor über 5 Jahren gestorben, aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie alles sah, was ich tat, weshalb ich es tunlichst vermied, etwas zu tun, was ihr gegen den Strich gehen könnte. Und der Gedanke, ihre Schuluniform zu tragen, erfüllte mich mit einem gewissen Stolz. Okay, Daddy, ich werde es versuchen. Aber was, wenn es mir da wirklich nicht gefällt? Darüber habe ich mir bereits Gedanken gemacht. Ich habe mit beiden Schulen ausgemacht, dass du erst einmal für ein Jahr auf die St. Anna gehst. Wenn es dir dort dann immer noch nicht gefallen sollte, kannst du zurück auf das Einstein-Gymnasium und dein Abitur dort beenden. Erwartungsvoll sah er mich an. Ich seufzte. Das war ein ziemlich faires Angebot, wenn man bedachte, dass es von meinem Vater kam, der ansonsten alles über meinen Kopf hinweg entschied und noch nicht einmal wusste, wie man das Wort Kompromiss buchstabierte. »Einverstanden«, murmelte ich daher, und den Rest des Frühstücks verbrachten wir schweigend. Kapitel 2. Ich packe meinen Koffer. »Oh mein Gott, Cat, das ist nicht dein Ernst«, brüllte Melanie ins Telefon. Natürlich hatte ich sie direkt nach dem Frühstück angerufen, um mir die Schreckensnachricht zu überbringen. Schließlich war sie meine beste Freundin. »Doch ist es«, sagte ich betrübt und seufzte wieder. »Meinst du nicht, du kannst sie noch irgendwie umstimmen?« »Nee, du kennst ihn doch. Wenn der sich einmal was in den Kopf gesetzt hat, kann ich überhaupt nichts dagegen tun.« »Oh Mann«, sagte Melanie und seufzte ebenfalls. »Du kannst nicht einfach so gehen. Was mache ich denn ohne dich?« »Frag mich lieber, was ich ohne dich mache«, sagte ich und hatte plötzlich einen dicken Kloß im Hals. Ich konnte ja auf vieles verzichten, aber der Gedanke, Melanie und die anderen ein Jahr lang nicht zu sehen, trägt mir die Tränen in die Augen. »Ach Süße, hör auf, sonst fange ich auch an zu heulen.« Melanie schniefte hörbar. »Ich würde jetzt gern bei dir vorbeikommen, aber in ein paar Stunden geht der Flieger und meine Eltern lassen mich jetzt nicht mehr weg. Ich rufe dich aber an, sobald ich wieder da bin, okay?« »Okay«, sagte ich und zog die Nase hoch. »Viel Spaß in China. Bring mir was mit und schick mir eine Karte, ja?« »Ist doch Ehrensache«, sagte Melanie. »Ich hab dich lieb.« »Ich dich auch«, gab ich zurück und legte auf.
Es wäre so schön gewesen, wenn Melanie noch hätte vorbeikommen können. Aber sie und ihre Eltern hatten 2 Jahre lang für diesen Urlaub gespart, also sollten sie auch fliegen. Als meine Mutter noch gelebt hatte, waren wir oft mit der ganzen Familie in den Urlaub gefahren. Aber seitdem sie tot war, hatte ich meine Ferien meistens zu Hause verbracht. Mein Vater hatte sich immer mehr in Arbeit gestürzt und keine Zeit mehr für Reisen, und uns Kinder ließ er nicht alleine fahren. Höchstens zu Oma, die in Bayern wohnte. Aber keiner von uns beiden hatte große Lust, die Ferien in einem Kaff voller Rentner zu verbringen. Mir macht es aber auch nicht viel aus, in Essen zu bleiben. Es ist eine schöne Stadt, in der man viel erleben kann. Und wenn es warm genug war, verbrachte ich die meiste Zeit in unserem Pool im Garten und schwamm dort meine Bahn. Oder ich las mich einmal quer durch Mamas Bücherregal. Daddy hatte ihr eine eigene Bibliothek eingerichtet, die er seit ihrem Tod nicht mehr betreten hatte. Ich fand aber, dass die Bücher zu schade waren, um einzustauben. Also schlich ich mich ab und zu hinein und nahm mir stapelweise Bücher mit auf mein Zimmer. Ich glaube nicht, dass er davon wusste, auch wenn er ab und an fragte, wie viele Bücher ich denn nun schon wieder gekauft hatte. Von meiner heimlichen Leidenschaft wusste aber außer meinen Freunden niemand. Ich spielte nämlich unheimlich gern Videospiele. Am liebsten irgendwelche gruseligen, in denen man rumläuft und Monster killt. Freddys Zimmer war bis oben in voll gestopft mit Konsolen und Spielen, aber ich durfte noch nicht mal einen Gameboy haben, weil mein Vater der Meinung war, sowas sei nichts für Mädchen. Ich sollte doch lieber reiten oder zum Ballett gehen. Wirk, nein, danke. Also hatte ich mich, sobald Freddy am Wochenende mal auswärts übernachtet hat, in sein Zimmer geschlichen und die ganze Nacht durchgezockt. Ich hatte mir sogar eigene Memory Cards gekauft, damit Freddy sich nicht wunderte, wie die fremden Spielstände auf seine Karten kamen. Mittlerweile war ich richtig gut. Daher war ich auch nicht besonders traurig, als Freddy verkündete, er habe sich für den Wehrdienst entschieden. Denn das bedeutete, dass er kaum noch zu Hause war und ich seine Konsolen quasi für mich alleine hatte. Daher hatte ich mich auch besonders auf diese Sommerferien gefreut. Aber das hatte mir mein Vater jetzt gründlich verdorben. Und wenn ich erst auf dem Internat war, würde es gar keine Videospiele mehr für mich geben. Oh Gott, das würde ich niemals überleben. 8 Wochen später stand ich ratlos in meinem Zimmer vor 2 riesigen Koffern und meinen offenen Schränken. Dadurch, dass die Schule in England später begann als hier, hatten sich meine Sommerferien um 2 Wochen verlängert. Aber das war das einzig Positive an diesen Ferien gewesen. Kaum war Melanie aus China zurück, stand sie auch schon bei mir vor der Tür und warf sich mir heulend in die Arme. Dabei vergaß ich für einen kurzen Moment, dass ich diejenige war, die gehen musste, nicht sie. Gegen den Willen ihrer Eltern verbrachte Melanie eine ganze Woche bei mir. Wir schmiedeten Pläne, wie ich doch noch hierbleiben könnte, die sich aber natürlich alle in Luft auflösten, sobald wir in das ernste Gesicht meines Vaters blickten, falls er mal anwesend war. Oder sie waren zu teuer, zu kompliziert oder kriminell. Es half ja doch nichts, ich würde fahren müssen. Wir versprachen uns unter Tränen, ganz viele E-Mails zu schreiben und falls das nicht ging, wenigstens Briefe. Eigentlich bin ich keine Heulsoße und ich bin auch kein Schisser, aber der Gedanke, auf eine andere Schule in einem anderen Land zu gehen, ganz alleine, da war schon gruselig. Ich vermisste meine Freunde jetzt schon wahnsinnig. Was, wenn ich in England keine neuen finden würde? Und jetzt saß ich also hier und versuchte, meine Koffer zu packen. Am liebsten hätte ich alles mitgenommen, aber es ging natürlich nicht. Überhaupt wusste ich nicht, wie ich mir mein neues Leben zukünftig vorzustellen hatte. Die einzigen Internate, die ich kannte, waren St. Clairs und Hogwarts, und ich bezweifelte, dass beide sonderlich nah an der Realität waren. Während des Unterrichts wurden Schuluniformen getragen, aber was war danach? Mussten wir die auch in der Freizeit tragen? Auf den Fotos meiner Mutter trug sie jedenfalls immer die gleichen Klamotten wie ihre Mitschüler. Sogar beim Sport schien es eine Kleiderordnung zu geben. Wie grässlich, wo ich doch so gerne auffiel. Da würde ich ja völlig in der Masse untergehen. Mein Vater hat dann lapidar, pack einfach ein, was du magst, gesagt. Aber das war nicht sonderlich hilfreich. Seit ich wusste, dass ich ins Internat gehen würde, mochte ich auf einmal alles. Sogar den peinlichen Pulli mit den Hasen drauf, den mir Oma letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hatte. Plötzlich konnte ich mich nicht mehr von ihm trennen. Aber der Koffer war leider kein Loch ohne Boden, also musste ich mich entscheiden. Ich warf meine Lieblingsshirts und Pullis sowie ein paar Jeans und Röcke hinein. Außerdem ein Kleid, dessen Existenz meinem Vater völlig unbekannt war, da es ihm wahrscheinlich zu punkig gewesen wäre, wenn er mich darin gesehen hätte. Wahrscheinlich hätte ihn dann der Schlag getroffen. Verdient hätte er das momentan allerdings. Ich glaubte nicht, dass ich jemals eine Gelegenheit haben würde, es zu tragen, solange ich auf St. Anna war, aber ich nahm es trotzdem als eine Art rebellischen Glücksbringer mit. Vielleicht konnte ich es ja an Halloween tragen, falls man so etwas in einem Elite-Internat überhaupt feierte. Es waren sicher alle Spießer. Nachdem auch Dutzende Unterhosen, BHs und Socken in den Koffer gewandert waren, hatte ich kaum noch Platz. Trotzdem schaffte ich es noch, mein Plüschschaf Polly, das ich seit meiner Geburt besaß, einige Bücher sowie ein Fotoalbum hineinzuquetschen. Zum Schluss legte ich mein Netbook in seiner dicken Schutzhülle dazwischen, damit es bloß heil ankam. In diesem Moment kam Daddy herein. »Kannst du nicht anklopfen?«, maulte ich. »Verzeihung, Cassie, ich werde das nächste Mal dran denken.« Er warf einen Blick in meinen Koffer. »Was hast du gerade hineingelegt?« »Mein Netbook«, sagte ich und schob auch noch das Ladekabel irgendwie in den Koffer.
Das kannst du direkt wieder auspacken, sagte er und lehnte sich an den Türrahmen. Computer, Videospiele und alle Arten von elektronischen Spielzeugen sind in St. Anna verboten. Handys übrigens auch. Reflexartig griff ich an meine Hosentasche, in der sich mein Handy befand. Das ist nicht dein Ernst? Fast sofort schossen mir Tränen in die Augen. Wie soll ich denn mit meinen Mädels in Kontakt bleiben? Telefone gibt es dort, keine Sorge, sagte er und lächelte nachsichtig. Und wie wäre es mal wieder mit einem Brief? Schreiben kannst du doch. Am liebsten hätte ich ihm mein Handy an den Kopf geworfen. Blöder Kerl, ich ohne Handy, das ging ja mal gar nicht. Das würde ich schon irgendwie reinschmuggeln können. Und versuch gar nicht, dein Handy irgendwie einzuschleusen, sagte Daddy im Gehen, als hätte er meine Gedanken erraten. Die Koffer werden beim Check-in sorgfältig kontrolliert. Bumm, jetzt hatte ich tatsächlich mein Handy geworfen. Aber vor lauter Wut nur den Türrahmen getroffen. Akku und Deckel waren abgesprungen. Schnell sprang ich auf und setzte mein Handy wieder zusammen. Gott sei Dank, es funktionierte noch. Allerdings hatte es jetzt eine Delle an der Seite. Dieser Anblick brachte mich wieder zum Heulen. Ich fühlte mich völlig verlassen von der Welt abgeschnitten. Ein bisschen wie Harry Potter, nur andersrum.